der Uni wieder was machen. Ach so. Absage, oder? Vielleicht später, oder? Weil ich finde das wichtig. Ja, ja. Weißt du? Ich komme ja nicht nochmal hier hin, das ist das Problem. Oder später erst, ne? Aber das, was du jetzt gerade sagst, das finde ich so krass, weil ich habe gerade gesagt, ich müsste mal pinkeln gehen. Ne? Ganz normal, wie man das so kennt. Aber ich kann hier nirgendwo pinkeln gehen. Aber ihr habt hier euer Lager. Ja. Ich verstehe das irgendwie nicht. Erklär mir das mal. Also, wir sind drüben, also wir mussten jetzt gerade morgen noch umziehen. Also, wir waren jetzt hier vorne auf dem Platz gewesen. Ja. Aber hier links war das offen. Also, da mussten wir quasi überziehen zum anderen. Sind jetzt nach dort rübergezogen. Jetzt bin ich von hier nochmal lang gegangen und dann wurde das abgeklebt vom Ordnungsamt. Den hatte ich heute Morgen gesehen, ich wusste nicht, was da drauf hat, was da los ist. Und er hat es jetzt abgeklebt. Ich weiß, dass da drin von den Einpissoir, dass ein Stück Leitung fehlt. Das hatte ich aber am Mittwoch, bin ich letzte Woche Mittwoch bin ich hier angekommen, weil ich schon zu denen gesagt habe, wie hier, Rennstaubs hast du defekt, Klodecke fehlt, war zugeschossen komplett, also hier gibt es auch Durchfälle und kann hier gehen nichts. Also, nur mal zur Erklärung. Du kennst schon das Ahrtal, du warst schon in Schuld. Ich war in Schuld, ne? Meischers. Als freiwilliger Helfer. Genau. Ne? Und du bist jetzt hier nach Stolberg gekommen. Was ist der Unterschied für dich? Es gibt hier nur so richtig Toiletten und das, die ganze Situation ist ja komplett nochmal anders. Also, ich habe mehrere. Warte, ich nur die Leute verstehen, ich glaube, wegen dem Wind. Okay. Wind? Nee, nee, es geht jetzt, glaube ich. Mhm. Aber wenn du noch einen Tacken lauter redest, geht es besser. Ich gebe mir Mühe. Ich bin immer zu schnell oder ich rede zu leise. Schon mitbekommen. Boah, jetzt gerade stehen geblieben. Also, was ist der krasse Unterschied für dich vom Ahrtal hier nach Stolberg? Weil das probiere ich ja gerade rauszufinden. Das Problem ist halt einfach so das, was ich hier mitbekommen habe, dass die Leute, die brauchen Sozialarbeiter. Also selbst hier im Camp, weil es sind ja Obdachlose hier mit drin. Selbst hier auf dem Platz oder so treffen sich abends Obdachlose. Man kommt zusammen, man spricht darüber, was passiert ist, geht ganz automatisch. Oder dass sie halt auch was brauchen. Sozialarbeiter, auf jeden Fall von der Stadt, dass hier wirklich Sozialarbeiter auch mal aktiv dort reingehen oder so. Ich war jetzt unten am Willy-Brandt-Platz, da gibt es ein Helferzelt, auch freiwillig. Es ist komplett hier, ich habe das Gefühl, es ist komplett alles freiwillig hier. Ich sehe gerade, Essen gibt es auch nicht. Essen gab es am Anfang, gab es Schwierigkeiten. Aber jetzt kommt wieder der Wind. Wenn Wind kommt, musst du noch lauter reden. Ich halte ihm schon fast das Handy ins Gesicht. Am Anfang, da gab es ein Missverständnis. Da bin ich mittwoch hierher gekommen und da ich gefragt habe, so, wo kann man denn hier essen oder so. Und da wurde eine Sparkasse, da wurde es erst aufgebaut. Und Willy Brandt-Platz, da wusste ich nicht, wie weit das entfernt ist, weil man hat, wenn man als Helfer hier ankommt oder so, weiß man gar nichts. Ja. So. Und normalerweise wäre das hier zum Beispiel ein zentraler Punkt. Wenn man hier alles aufbauen würde, wäre es perfekt. Wenn wirklich hier, ich weiß nicht, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich habe ja diesen Hilferuf, dem bin ich gefolgt. Und da war es immer so gewesen, dass die Leute hier vorne standen. Und deswegen war ich auch so geschockt, wo ich hier angekommen bin, dass die gerade am Anfang waren, weil ich gesagt habe, was ist denn hier los? Ja, wir müssen hier weg. Und die waren total emotional, waren die alle total fertig gewesen. Ich habe jetzt gestern einen Hilferuf jetzt nochmal gelesen gehabt. Da geht es darum, der Stefan ist das, ist ja vom Sparkasse gegenüber, der versorgt uns selbst vom Camp. Also er hat uns heute jetzt auch hier Kartoffelsuppe mit Würstchen gemacht gehabt. Finde ich auch total lieb. Also er kümmert sich wirklich die ganzen her ums Essen für uns. Und genauso die Claudia, das ist glaube ich den von den anderen. Ja. Also die kommen auch immer hin, die bringen uns Kuchen oder wie auch immer. Kuchen? Und Kuchen haben wir ja auch schon bekommen gehabt. Also Kuchen ist das Wichtigste. Ja, so einfach mal ein bisschen runterzukommen oder so. Spaß beiseite. Und jetzt kam jetzt das Problem, da habe ich einen Aufruf gelesen gehabt, dass, dass hier Essen fehlen würde, weil DRK wohl in Engpass oder irgendwas ist da gewesen. Und dann haben wir jetzt auch nochmal nachgefragt, also haben wir jetzt, musste auch nochmal hin. Ich war gestern auch über die Brandplatz oder so. Es sind Container, wo noch mehr Material auch gelagert werden kann, damit genau sowas nicht passiert. Okay. Wir wissen auch nicht, ob wir morgen jetzt zum Beispiel Essen bekommen, weil Stefan hat ja vorhin auch schon gesagt, dass weil jetzt auf einmal, also es gibt Öffnungszeiten hier und der würde das ganz gerne so machen, wenn ein Tag zu ist, dass ganz schnell oder in der Zeit, wo kurz geschlossen ist, dass dann das Material geliefert wird. DRK meint jetzt wohl, dass die jetzt morgen kommen würden. Da hat Stefan gesagt, sorry Leute, ich weiß nicht, ob ich euch morgen mit Essen beliefern kann. Weil er dort ja einräumen muss. Okay. Das sind so ganz komische. Kurios. Ich werde das aber abklären. Ne? Ich werde nachher mit dem Bürgermeister telefonieren, wenn ich auf der Rückfahrt bin und einfach mal so die Sachen anbringen. Genau. Vielleicht hat das ja auch hier parallel geschaut oder kriegt es zugetragen. Ja. Ne? Weil ich wollte ja mit den Leuten, mit den Betroffenen reden, mit den Helfern reden und das jetzt gleich fahren wir nochmal zu Betroffenen, wo es wohl ganz krass ist.
Und das ist jetzt das nächste Ziel. Und dann fahre ich noch zu einer Reitanlage, ne, um da mal zu schauen, wie es da aussieht. Also wichtig ist einfach nur, wenn der Bürgermeister mal vielleicht mitzuschauen, dass ihr bitte dort eine Toilette bekommt. Einfach nur ein Dixi-Klo. Ja, also eine Toilette wäre hervorragend. Erinnert mich an vor 10 Wochen. Da hatten wir auch keine Toilette. Haben wir uns selbst organisiert. Das muss ja hier jetzt nicht der Fall sein. Man weiß ja, woran es fehlt. Und die Notdurft muss man ja nicht unbedingt hier unterm Baum verrichten. Ne? Die Betroffenen gehen ja genauso auf das Klo. Na, also es geht nicht nur um Helfer, sondern auch um Betroffene, genau. Weil die natürlich auch keine Toiletten haben. Das Erdgeschoss ist zerstört. Also es wäre super, wenn das hier passt. Also ich kümmere mich drum. Versprochen. Wir fahren jetzt weiter. Und hier in dem Container wohnen übrigens auch 2 Betroffene, die im Prinzip auch nichts mehr haben. Ne? Ja, also ganz krass, mitten auf dem Platz hier. So, ich sag mal bis gleich. Ich melde mich gleich nochmal, ich gehe gleich nochmal online und ich kümmere mich. Also ich telefoniere, mehr kann ich nicht machen. Ne? Wenn jemand noch reichen sollte, das ist das Problem. Ja. Okay, danke dir. Wir können los, ihr seid live. Stell dich nochmal ganz kurz vor. Hallo, ich bin Adrian und bin hier auch ehrenamtlich am Arbeiten in Stolberg. Wir haben jetzt auch gerade eine Initiative gegründet, Wir für Stolberg, wo wir die Leute mit unterstützen, mit Zusammenarbeit von Leuten aus dem Ahrtal, wo wir halt ehrenamtliche Helfer zur Verfügung stellen, auch Material gesponsert bekommen, um die Leute hier ehrenamtlich zu unterstützen zu können. Es sind nämlich sehr, sehr viele Menschen, die wirklich alles verloren haben, keine Mittel haben, sich eine Sanierung leisten zu können, und dafür sind wir da, um den Leuten halt wieder Halt geben zu können und eine Perspektive und sie ehrenamtlich unterstützen zu können. Wie bist du hier hingekommen? Also ich bin hier hingekommen, weil ich einen kleinen Auftrag hatte und nach der Flut hat sich das natürlich erledigt gehabt, das Ganze. Und wir haben einer Freundin von uns, die selbst ja, in Bremen wohnt und 3 Wochen nach der Flut nicht kommen konnte, weil sie dann Theater leitet, haben wir uns das halt zur Aufgabe gemacht, sie zu unterstützen und das Haus ehrenamtlich zu entkernen. So kam eins zu dem anderen. Wir haben halt gemerkt, dass es gut ankommt bei den Leuten. Unsere Fachkompetenz, unser Engagement und haben dann halt gesagt, wir unterstützen Leute ehrenamtlich. Also du bist aus dem Baugewerbe, oder? Ich bin aus dem Baugewerbe, habe 10 Jahre Erfahrung und ja, daher können die Leute sich an mich wenden, wenn sie fachmännischen Rat brauchen. Und ich stehe dann mit Rat und Tat zur Verfügung, selbstverständlich kostenlos, um den Leuten beizustehen und zu helfen. Und du zeigst uns jetzt noch einen Privathaushalt, der ziemlich krass aussieht, was ich so erfahren habe. Richtig, dann habe ich mir mit einem Bauingenieur angeguckt, der uns einmal die Woche frei zur Verfügung steht. Haben uns das angeschaut und das ist ein Schicksal, was sehr, sehr bewegend ist. Es ist eine Familie mit einem behinderten Kind und die leben da wirklich in einer Chaoswohnung, wo der Boden schon weggeht oder beziehungsweise schon durchfault aufgrund der Feuchtigkeit. An den Wänden ist Schimmel und das wollen wir uns einmal angucken. Okay. Du fährst mit uns und danach geht es noch zu einer Reitanlage. Vor mir steht ein Baum, ich muss wieder nach oben filmen. Ja. Ich gehe mal ein Stück zurück. Also es ist halb Mensch, halb Kunstwerk. Dankeschön. Gefällt mir, wirklich. Steht dir. Danke. Sehr gut. Nein, stimmt. So, ich finde es super. Also ich lerne, ich komme ja vom Dorf, ne? Da siehst du auch schon mal ein Tattoo rumlaufen, aber ihr seid ja wirklich Kunstwerke, muss man so sagen. Ja, da ist so einiges in den Jahren auf die Haut gekommen. Aber letztendlich ist es Kunst, was einem keiner wegnehmen kann. Ein Gemälde kann kaputt gehen, wie man sieht, durch Wasser. Und das nicht. Kommt denn da noch was zu, was mit dem Wasser zu tun hat? Wäre eine Überlegung, beziehungsweise habe ich schon drüber nachgedacht, aber da ist mir noch nichts eingefallen, was jetzt wirklich, sage ich jetzt mal, ein Symbol für mich bedeutet, was mit der Flut zu tun hat. Da möchte ich selbst eine Zeichnung für entwickeln, möchte ich selbst gerne zeichnen oder selbst tätowieren, da etwas Schönes entwickeln, wo man sagen kann, das ist es wert, auf die Haut zu gehen. Schick mir das dann mal zu, würde mich interessieren. Wir fahren jetzt sowieso zusammen, ne? Das machen wir. Okay, dann ab ins Auto und los geht's. Ich schalte mich gleich nochmal live. Wie gesagt, ich finde es wichtig, dass das hier alles dargestellt wird und kommuniziert wird. Deshalb bin ich hier und dementsprechend wird das Telefonat nachher auch mit entsprechenden Personen stattfinden. Bis später.